die Anime-News der Woche mit der vierten Staffel von Dr. Stone, einem neuen Original-Anime vom Studio MAPPA, dem großen Finale von My Hero Academia und vielen weiteren Themen. Im Januar öffnet die Praxis von Dr. Stone bereits zum vierten Mal. Die Ankündigung der vierten Staffel erfolgte nun auf der Social-Media-Plattform X. Das hier ist der neue Teaser. Die vierte und gleichzeitig letzte Season der Serie trägt den Namen Science Future und wird in drei Kurse aufgeteilt. In Deutschland seht ihr das große Finale im Simulcast bei Crunchyroll. Egal ob durch JJK, AOT, Chainsaw Man oder das Ranma-1/2-Remake, Studio MAPPA ist in aller Munde und offenbar noch immer nicht am Anschlag. Oder man ignoriert dies erneut konsequent auf Kosten der Mitarbeiter. Diese stemmen nun auch noch einen neuen Original-Anime namens Senshu, der im Januar 2025 debütieren soll. Der Anime handelt von einem Anime bzw. einer Regisseurin, die eine Liebeskomödie drehen möchte, was eine riesige Hürde für sie darstellt, da sie selbst im Real Life noch nie verliebt war. Gintama kehrt zurück. Ein neuer Teaser zum Spin-off Third Year Class Set Ginpachi Sensei enthüllte nun, dass der neue Anime im Oktober 2025 seine Premiere feiern soll. Der Ableger versteht sich dabei als Teil der Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum der Marke. Am 21. Dezember soll ein erster richtiger Trailer auf dem Jump Festa in Tokio enthüllt werden. My Hero Academia endet. Zum Abschluss der siebten Staffel ließ man die Katze aus dem Sack und kündigte die achte und zugleich letzte Staffel des Anime-Helden-Epos an. Und zwar samt eines ersten Teasers. Staffel 8 entsteht erneut im Studio Bones. Ein exaktes Release-Datum steht noch aus. Bislang ist nur bekannt, dass die finale Staffel im Jahr 2025 ausgestrahlt wird. My Hero Academia. Final Season. Im Januar nächsten Jahres startet die Anime-Serie Okitsura im japanischen TV. Zur Adaption des gleichnamigen Mangas wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht. Diese kulturübergreifende Romanze ist auf Okinawa angesiedelt und begleitet Protagonist Teruaki auf seinem Weg, der mit allerlei Sprachbarrieren gepflastert ist. Was passiert, wenn man eines Morgens neben einem Elfenmädchen aus seinen Träumen erwacht, erzählt der Anime Welcome to Japan, Miss Elf. Wie man nun bekannt gab, debütiert die Adaption der Light Novel im Jahr 2025. Bereits seit 2018 wird die Vorlage auch als Manga umgesetzt. Magic Maker, How to Create Magic in Another World, so der Titel eines anstehenden Isekai-Animes vom Studio Deen. Die Verantwortlichen enthüllten nun mit Januar 2025 das Release-Zeitfenster und präsentierten einen neuen Trailer zur Serie, die von einem Mann handelt, der verstirbt, in einer anderen Welt wiedergeboren wird und sich dort aufmacht, ein Pionier der Magie zu werden. Hat sich da jemand von den Teufelsfrüchten aus One Piece inspirieren lassen? In der Anime-Serie Useless Skill Nut Master, How I Gained the Ability to Eat Unlimited Skill Fruits, existieren spezielle Früchte, die demjenigen, der sie futtert, spezielle Fähigkeiten verleihen. Wer zwei davon isst, stirbt. Oder etwa doch nicht. Ab Januar 2025 tritt Protagonist Light mit seiner Fähigkeit Nussmeister sein Abenteuer an, um genau dies herauszufinden. Nach einem mysteriösen Tod wird König Gray auf einem magischen Kontinent wiedergeboren, bestrebt in seinem zweiten Leben alles besser zu machen. Soweit ein kurzer Abriss der Handlung von The Beginning After the End. Die Webnovel-Reihe erhält nun eine Anime-Umsetzung. Der Fantasy-Action-Titel soll im Laufe des nächsten Jahres an den Start gehen, und zwar im japanischen TV als auch im deutschen Simulcast bei Crunchyroll.
Urplötzlich findet sich ein Mann im Körper eines Adeligen wieder. Das ist die Story der Serie I'm a Noble on the Brink of Ruin. So I might as well try mastering magic. In den sozialen Netzwerken wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht, der auch das Opening der Serie enthüllt. Der Startschuss fällt im Januar 2025. Ausnahmsweise fällt der Protagonist keinem LKW zum Opfer, sondern verstirbt in Vietnam. Und dann trifft er auf einen Dämonenlord, der ihm einen hochrangigen Job in seiner Armee anbietet. Das ist die Serie Headhunted to Another World, zu der nun ein neuer Trailer veröffentlicht wurde. Der Titel vom Studio Geek Toys betritt im Januar die japanische TV-Landschaft und wird in Deutschland bei Crunchyroll im Simulcast gezeigt. Okay, das sind doch recht ungewöhnliche berufliche Ambitionen. Protagonist Liam aus der Fantasy-Novel I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire wird als Mitglied der Herrscherfamilie eines interstellaren Imperiums wiedergeboren und hat sich das Ziel gesteckt, ein richtiger Tyrann zu werden. Und zwar nicht nur in der eben erwähnten Novel, sondern auch in einer Anime-Adaption, die nun für April 2025 angekündigt wurde. Light Novel The Unaware Italian Master wird als Anime umgesetzt. Dies wurde nun durch den Launch einer offiziellen Webseite bekannt. Wir begleiten Protagonist und Taugenichts Kurt, der aus seiner Heldengruppe geworfen wird, weil er im Kampf einfach völlig nutzlos ist. Dass dennoch ungeahnte Talente in ihm schlummern, beweist er ab April 2025 im japanischen Fernsehen. Noch immer keinen Starttermin, dafür aber einen neuen Trailer gibt es nun zum kommenden Anime-Movie Batman Ninja vs. Yakuza League. Dieser versteht sich als Fortsetzung des 2019er Films Batman Ninja. Der Fledermausmann wird dabei mit einigen seiner Verbündeten und schlimmsten Gegnern ins feudale Japan transportiert. Den knapp 90-minütigen Vorgänger gibt's in Deutschland auf DVD und Blu-ray. Mit The Holy Grail of Iris befindet sich eine weitere Anime-Adaption auf dem Weg. Wie nun bekannt gegeben wurde, erhält die Light-Novel-Reihe eine animierte Umsetzung, zu der es zwar einen ersten Teaser, jedoch noch keinerlei weiterführende Infos gibt. Die Manga-Variante erscheint in Deutschland beim Verlag Manga Cult. Die Fantasy-Geschichte Blade & Bastard erzählt die Geschichte eines wiedergeborenen Mannes, der einen düsteren Kerker durchstreift, um die Geheimnisse seines früheren Lebens zu lüften. Was er dort außer Leichen und Monstern sonst noch antrifft, erfahren wir demnächst auch in Anime-Form, da die Light Novel eine Adaption erhält. Wann diese erscheint und ob es sich dabei um einen Film oder eine Serie handelt, ist noch unklar. Ab 11.11. erscheint das Originalwerk hierzulande bei Ultraverse. Durch den Launch einer offiziellen Webseite wurde nun bekannt, dass man der Fantasy-Novel The Two Perfect Saints Tossed Aside by My Fiancé eine Anime-Adaption spendiert. Diese soll im Laufe des nächsten Jahres starten und dreht sich um Philia, die größte Heilige aller Zeiten, die nicht nur von ihrem Verlobten verschmäht, sondern auch in ein anderes Land verschleppt wird. Ob es sie dabei auch in die deutsche Simulcast-Landschaft verschlägt, ist noch unklar. Der neue Kinoableger zur Anime-Serie My Hero Academia kommt nach Deutschland. Crunchyroll sicherte sich die Lizenz und bringt den Abendfüller Your Next wahlweise mit deutscher und japanischer Synchro in die deutschen und österreichischen Kinos. Los geht's in Deutschland am 29.10. In der deutsch- und italienischsprachigen Schweiz ist der Film bereits ab dem 10.10. zu sehen. Solo Leveling im Kino. Der Streamingdienst Crunchyroll hat sich die Rechte am Compilation Preview Movie Reawakening gesichert und bringt den Film in die deutschen Kinos. Der Abendfüller besteht aus einer Zusammenfassung der 12-teiligen ersten Staffel und den beiden ersten Episoden der zweiten Season. Der deutsche Kinostart ist für den 26.11. geplant, während die neue Staffel Arise from the Shadow ihre Premiere im Januar 2025 feiert.
Zensur in Anime ist ein häufig und hitzig diskutiertes Thema. Die Serie Glitter Forest, die bei Netflix verfügbar ist, hat es in diesem Zusammenhang besonders hart erwischt. Hinter den Ablegern aus den Jahren 2015 und 2017 verbergen sich streng genommen die Titel Smile Precure Season 10 sowie Doki Doki Precure Staffel 9. Von Pretty Cure blieb nach der Zensur aber nicht mehr viel übrig. So wurden bei Smile in Summe 9 Folgen komplett gestrichen, bei Doki Doki sogar 18. Zudem entfernte man sämtliche kulturelle Bezüge zu Japan. Die Zensurschere wurde jedoch nicht von Netflix angesetzt, sondern der Production Company Saban Brands, die auch schon diverse US-Fassungen von Digimon zerstückelte. Seit 2018 gibt es die Firma nicht mehr. Die wichtigsten Rechte, wie etwa an den Power Rangers, wurden an Hasbro verkauft. Glitter Force steht noch bis 9. November bei Netflix zum Abruf bereit. Dann wird der Titel entfernt. Erst zensiert, dann aussortiert. Das waren die Anime-News der Woche, wie immer in der Zusammenfassung. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar oder einen Daumen nach oben da. Sie waren wie immer ein hervorragendes Publikum. Vielen Dank fürs Zusehen.